Die Bahnstrecke Leipzig-Eilenburg ist eine überwiegend zweigleisige, elektrifizierte Hauptbahn im Norden Sachsens. Die knapp 25 Kilometer lange Trasse verbindet die Messestadt Leipzig mit der Muldestadt Eilenburg am Rand der Dübener Heide. Dabei ist sie Teil der Fernverbindung von Leipzig nach Cottbus. Bereits ab dem Jahre 1874 existiert die Eilenburger Bahn. Erbaut wurde sie als Verbindungsbahn zwischen den Strecken Halle-Cottbus und der ersten deutschen Fernbahn zwischen Leipzig und Dresden. Zuerst führte die Strecke in Leipzig zum Eilenburger Bahnhof im östlichen Teil der Stadt. Der Bahnhof lag in der Nähe der heutigen Riebeckstraße. Von dort ging es über den Abzweig Anger-Grottendorf und den Bahnhof Leipzig-Schönefeld nach Leipzig-Heiterblick auf die heutige Trassenführung. Nach der Eröffnung des Leipziger Hauptbahnhofes im Jahre 1915 wurde dann im Jahre 1942 der Verkehr zum Eilenburger Bahnhof komplett eingestellt. Fortan fuhren alle Züge direkt bis zum Hauptbahnhof. Das zweite Gleis wurde auf der kompletten Strecke nach dem Zweiten Weltkrieg als Reparationsleistung abgebaut. Ende der 70er Jahre war zwischen den Betriebsstellen Abzweig Leipzig-Heiterblick und Bahnhof Eilenburg wieder zweigleisiger Betrieb möglich. Die Verlängerung bis Leipzig-Nord ist bis heute eingleisig. Seit dem 15. Dezember 2019 existiert zwischen Leipzig Hauptbahnhof und Leipzig Thekla ein weiterer Haltepunkt an der Mockauer Straße. Die Strecke wird heute von zwei planmäßigen Linien befahren. Zwischen Leipzig und Cottbus pendelt der RE10 von DB Region Nordost im 2-Stunden-Takt. Planmäßig verkehren dort rote Triebzüge der Baureihe 442, es kommen jedoch sehr häufig Ersatzgarnituren in Form von Doppelstockwendezügen mit Loks der Baureihe 112 oder 143 zum Einsatz. Die Garnituren des RE10 halten nur an den Stationen Leipzig Hauptbahnhof, Taucha und Eilenburg. Zudem verkehrt die Linie S4 der S-Bahn Mitteldeutschland von Bad Kleeberg-Gaschwitz nach Hoyerswerda auf der Eilenburger Bahn. Zwischen Leipzig und Taucha verkehrt diese alle 30 Minuten. Zu Zeiten, wo der RE10 den Streckenabschnitt bedient, enden die jeweiligen S4-Takte in Taucha auf Gleis 3. Nur im Berufsverkehr werden diese Takte bis Eilenburg-Ost verlängert. So ergibt sich auf dem Teilstück Leipzig-Eilenburg ein 30-60-30-Minuten-Takt. Mit dem RE10 ein kombinierter 30-Minuten-Takt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Züge des RE10 nicht in Pönitz und Jesewitz halten. Zum Einsatz kommen auf der S4 Triebwagen der Baureihe 1442 in der typischen silbergrauen Lackierung. Zudem wird die Strecke täglich von einigen planmäßigen oder auch kurzfristig eingelegten Güterzügen genutzt. Die Strecke beginnt in der Haupthalle des Leipziger Hauptbahnhofes. Die Züge des RE10 halten in der Regel an Gleis 9, die S-Bahn der S4 im Citytunnel an Gleis 2. Seit der Eröffnung des Citytunnels existiert ein Halt im Bahnhofsteil Leipzig Nord. Hier halten zudem die S-Bahn S2 und S6. Danach zweigt unsere Strecke unter der Strecke Richtung Leipzig-Messe eingleisig ab und führt nach einer langen Rechtskurve entlang des Güterrings zum neuen Haltepunkt Mockauer Straße. Dieser existiert wie bereits erwähnt seit Fahrplanwechsel 2019 und bietet Umsteigemöglichkeiten zur Straßenbahnhaltestelle Mockau Post. Für die Strecke zum Hauptbahnhof kann nur Bahnsteig 1 genutzt werden. Der zweite Bahnsteig liegt am Güterring. Diese Strecke hat im Bereich des Haltepunktes die Einfahrsignale des Bahnhofes Mockau. Diese sind ans elektronische Stellwerk Mockau-Taucha der Betriebszentrale Leipzig angeschlossen. Zudem können wir hier bereits die HL-Einfahrsignale des Bahnhofs Thekla erkennen.
Dieser Bahnhof bildet mit seinen 5 Gleisen die Schnittstelle zwischen Leipziger Güterring, Gent-Schönefeld und Engelsdorf sowie unserer Trasse nach Eilenburg. Die Gleise 1, 2 und 5 führen dabei in Richtung der Muldestadt, wovon die Gleise 1 und 2 Bahnsteige haben. Im Jahre 2019 wurde der Bahnhof umfassend saniert. Vor dem Umbau sah hier alles noch sehr altertümlich aus. Doch trotz des Umbaus blieb das elektromechanische Stellwerk B1 der Baufirmen Siemens und Halske 1912 bestehen. Das wirklich wunderbare Stellwerk wird mit Hilfe von blauen Weichenhebeln und roten Fahrstraßensignalhebeln bedient. Zudem existiert ein GS2DR, Gleis mit Pult und ein automatischer Streckenblock Richtung Leipzig-Heiterbahn. Folgen wir der langen Linkskurve unter dem Güterring hindurch zur Haltestelle Heiterblick. Dieser Abzweig kombiniert mit einem Haltepunkt ist der Beginn der Zweigleisigkeit auf der Strecke. Hier kommt die Verbindungsstrecke vom Bahnhof Schönefeld hinzu. Gesteuert wird der Abzweig mit seinen 2 Weichen vom ebenfalls elektromechanischen Stellwerk B1 der Bauform Siemens und Halske 1912. Auch hier gibt es ein GS2DR-Pult, was unter anderem die Bedienung des signalabhängigen Bahnübergangs der Portitzer Allee ermöglicht. Jedoch muss in diesem Stellwerk noch per Hand am Pult zurückgeblockt werden. Seit dem Umbau des Bahnhofs Taucher ist zwischen Heiterblick und Taucher Gleiswechselbetrieb in beide Richtungen möglich. Nach dem Unterqueren der Autobahnbrücke erreichen wir den Bahnhof Taucher bei Leipzig. Vor dem großen Umbau zwischen 2018 und 2019 gab es hier 2 elektromechanische Stellwerke. Zudem gab es historisch anmutende Mittelbahnsteige mit Reisendenübergang. Diese Aufnahme zeugt vom historischen Charme vor dem Umbau. Heute gibt es einen Außen- und einen Inselbahnsteig mit barrierefreien Zugängen und Anschluss zum Busbahnhof. Der Bahnhof ist heute mit KS-Signalen ausgestattet und ans ESTW Mockau-Taucher der Betriebszentrale Leipzig angeschlossen. Durch Ausstattung der Bahnsteigenden Richtung Heiterblick mit Zwischensignalen wurden die 3 Bahnhofsgleise verlängert. Die Stellwerke und die dazugehörigen Bahnübergänge wurden vollständig abgetragen. Der Haltepunkt Pönitz liegt scheinbar mitten im Nirgendwo. Nur wenige Häuser säumen die Landschaft. Die Bahnsteige sind schon grün bewachsen. Jedoch taugt der Haltepunkt dank seiner Kurvenlage gut für Filmaufnahmen. Der Bahnhof Jesewitz bei Leipzig hat seine besten Zeiten schon lange gesehen. Von den ehemals 4 Bahnhofsgleisen sind noch 2 übrig geblieben. Lediglich 2 Weichen erhalten den Status als Bahnhof. Das Stellwerk B1 befindet sich direkt im Bahnhofsgebäude. Dank des Reisendenübergangs muss der Fahrdienstleiter auch für die Sicherheit beim Übertritt der Gleise sorgen. Im Bahnhof spürt man auch den Charme längst vergangener Zeiten. Nun sind wir im Bahnhof Eilenburg angekommen. Mit seinen 4 Bahnsteigen und weiteren Gleisen besitzt er eine stattliche Größe. Hier kommt die Strecke von Halle und Delitzsch hinzu. Zudem zweigen hier die Strecken Richtung Preetsch und Lüpnitz ab. Den Verkehr auf dem Bahnhof regelt der Fahrdienstleiter auf dem Stellwerk EW. Dieses wunderbare Reiterstellwerk liegt auf der westlichen Bahnhofsseite an den Ausfahrten in Richtung Delitzsch und Leipzig. Auch dieses gehört der elektromechanischen Bauform Siemens und Halske 1912 an. Den östlichen Bahnhofsteil bewacht der Weichenwärter auf dem Stellwerk EO derselben Bauform. Die Strecke Leipzig-Eilenburg bietet auch heute noch fast durchgängig eisenbahnhistorischen Charme. Wer sie noch nicht kennt, sollte unbedingt mal einsteigen und mitfahren. Damit sind wir am Ende dieser Dokumentation angelangt. Wir hoffen wie immer, dass sie euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal bei Regionalzugverband.